Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute mal wieder einen Schal aus XXL-Wolle. Super, super schön grob und kuschelig gehäkelt. Eine schnelle Sache. Ich habe dafür tatsächlich meine 12er Nadel benutzt. Damit geht das Ganze super schnell von der Hand. Und ihr seht hier schon das Ganze im V-Muster, wie es genau funktioniert, welche Wolle, welche Nadel ich, also die Nadel habt ihr schon gesehen, welche Wolle ich verwendet habe und wie das Muster funktioniert, seht ihr natürlich alles jetzt. Ganz, ganz viel Spaß beim Video. Und los geht's mit der Wolle, diesem hübschen Rosa hier von Linebrand das Ganze. Hier sind es einmal 170 Gramm insgesamt Wolle und 97 Meter Lauflänge, eigentlich angegeben für 9er Nadeln. Ich benutze tatsächlich eine größere. Ich habe hier schon die 12er bereitgelegt, also ein bisschen größer bei mir. Habe ich aber schon mit der Wolle gehäkelt, also das funktioniert sehr gut. Wir haben hier einen Mix aus Acryl und Wolle, 80% zu 20%. Und die Farbe ist hier einmal die 103. Und los geht's dann auch schon. Ich habe mir hier schon einmal die Mitte rausgeholt aus dem Knäuel. Und ich schlage als Basis für den Schal ein Vielfaches von 3 plus 2 an. Das werden bei mir 11 Maschen. Also ein Vielfaches von 3 sind 9 plus 2 sind eben 11. Ihr könnt das auch größer oder kleiner machen. Dafür eben dann immer 3 dazu oder 3 abziehen. Wie gesagt, ich nehme 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So schnell geht's, da habe ich die 11 schon zusammen. Und was ihr auch seht, es geht wirklich sehr, sehr gut eben mit der 12er Nadel. So, die ersten 3 Maschen lasse ich aus, die ich hier liegen habe. 1, 2, 3, die werden ausgelassen. Dann nehme ich einen Umschlag, steche in die 4. Masche ein und häkel dort ein Stäbchen hinein. Dafür einmal durch 2 durch und nochmal durch 2 durch. Dann eine Luftmasche nehmen, wieder einen Umschlag und in die gleiche Masche nochmal einstechen. Und wieder ein Stäbchen häkeln. So, durch 2 und durch 2, da habe ich das 2. Stäbchen. Und ich lasse jetzt hier unten eine Masche aus, die nächste, gehe in die übernächste hinein und häkel dort das gleiche nochmal. Ein Stäbchen, eine Luftmasche nehmen und ein 2. Stäbchen häkeln. Und zwar in die gleiche Masche. So sieht's aus. 2-mal schon gehäkelt und ich häkle es jetzt noch 2-mal. Wieder unten eine Masche auslassen. Und in die nächste Masche einstechen. Hier wird eingestochen. Durch 2 und durch 2. Eine Luftmasche nehmen. Und wieder in die gleiche Masche einstechen. Durch 2 und durch 2. Und dann habe ich noch 3 Maschen übrig. Dort häkle ich noch eins von den Vs hin. Ein bisschen Wolle gerade mal nachholen. So, ein bisschen Wolle nachgeholt. Und weiter geht's hier. Eben einstechen in die übernächste Masche, Stäbchen, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Und zum Abschluss kommt dann hier außen noch ein einzelnes Stäbchen hin. So. Und fertig bin ich mit meiner ersten Reihe. Ich habe hier außen jeweils die Luftmaschenkette liegen, die 2er, und hier habe ich ein Stäbchen zum Abschluss liegen. Und in der Mitte die 4 Vs, die ich eben gehäkelt habe. Wie geht's jetzt weiter? Es geht weiter mit einer kleinen Luftmaschenkette, einer 2er. Dann drehe ich das Ganze um und ich häkel jetzt immer in den Folgereihen zwischen diesen Streben des Vs durch. Ich häkle also immer um die Luftmaschenkette, also nicht die Luftmaschenkette, die einzelne Luftmasche herum. Stäbchen, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Einmal ein bisschen Wolle sortiert und weiter geht es. Ich steche hier wieder zwischen den beiden Streben ein. Stäbchen, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Dann bin ich hier an der nächsten Einstichstelle und wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und ein weiteres Stäbchen häkeln. Dann bin ich hier bei Nummer 4. Da das gleiche nochmal. Stäbchen, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen.
Ups. So. Stäbchen fertig. Ihr seht, ich habe 4 von den V's drauf gehäkelt. Und es kommt jetzt hier noch ein weiteres Stäbchen hinten um die kleine Luftmaschenkette herum. Abschlussstäbchen. Und damit bin ich auch mit meiner zweiten Reihe fertig. Die zweite Reihe bestehend aus der kleinen Luftmaschenkette, aus dem Stäbchen hier am Ende und dazwischen die 4 V's. Ich zeige euch das jetzt nochmal eine weitere Reihe, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich nehme wieder 2 Luftmaschen, einmal drehen. Und hier um die Luftmasche zwischen dem V herumstechen, ein Stäbchen nehmen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Dann hier in das nächste Stäbchen, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Und hier weiter um die nächste Luftmasche stechen, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Und hier das nächste Stäbchen, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Dritte Reihe beendet, fast. Es fehlt noch das Abschlussstäbchen. So, Abschlussstäbchen hinten um die Luftmaschenkette herum. Also an den Rändern bleiben es eben die Luftmaschenketten und die einzelnen Stäbchen. Und in der Mitte liegen eben die 4 V's und das häkle ich jetzt so weiter. So, ihr Lieben, inzwischen habe ich es wirklich fast über das gesamte Knäuel gehäkelt. Ich habe hier noch so einen kleinen Teil übrig, aber der reicht leider nicht für eine weitere Reihe. Und hier habe ich das Ganze jetzt einmal so im Verlauf liegen. Da kommt es so runter. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Muster geworden, natürlich mit den großen Löchern drin. Aber es wird natürlich selbstverständlich mehrfach um den Hals getragen und ist dann auch wirklich sehr kuschelig warm. Ich mache es jetzt so, dass ich hier oben einmal den Faden rausziehe. Ziehen, 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 ziehen. Noch ein bisschen ziehen und geschafft. Einmal rausgezogen, anziehen und wie gesagt, dann ist der Schal auch schon fertig. Das wird natürlich noch ein bisschen gekürzt und dann vernäht. Und ich wickel es jetzt einmal so ein bisschen auf. Wickeln, 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 wickeln. Und komme dann hier zur anderen Seite rüber. Hier habe ich den Startfaden liegen. Der wird natürlich auch noch vernäht. Und von der Seite könnt ihr jetzt natürlich auch noch mal wirklich sehr, sehr schön das Muster sehen. Hier mit den V's jeweils. Super, super einfach, super simpel, schnell gehäkelt, eine wirklich schöne, schöne Sache. Und ich hoffe, euch hat das Video, die Anleitung und natürlich auch der Schal wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!